Hi, ich bin Elan, Mitarbeiter der Computerspielschule Stuttgart. Und da wir aufgrund der andauernden Quarantänezeit leider keine Öffnungszeiten haben, habe ich heute einen kleinen Spieletipp für euch. Monster Hunter ist meine Lieblingsspieleserie. Ich habe bestimmt seit 10 Jahren alle Spiele gespielt, zumindest alle, die in Europa rauskamen. Ich habe so Actionfiguren von ein paar Monstern und ein paar Jägern, den Spielfiguren aus dem Spiel. Ich habe aus Japan importierte Artbooks und noch ein paar kleine andere Sachen. Letztes Jahr war das 15. Jubiläum der Serie und das erste Spiel kam auf der PlayStation 2 heraus. Mein erstes Spiel der Serie war Monster Hunter Freedom Unite. Das kam auf diesem Gerät hier raus, der PSP oder PlayStation Portable. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, aber das Spiel ist auf einer kleinen CD, das in so einem Plastikgehäuse ist. Die wurden UMDs genannt. Und das war der Weg, wie die PlayStation Portable ihre Spiele gespielt hat. Nach Monster Hunter Freedom Unite kam in Japan exklusiv auf der PSP Monster Hunter Portable 3rd heraus. Und weil ich damals gehofft hatte, dass es für die neue Konsole, die von Sony herausgebracht wurde, der PlayStation Vita rauskam, habe ich mir sie damals sogar gekauft, obwohl es Monster Hunter noch nicht mal auf der Konsole gab, in den Hoffnungen, dass es herauskommen wird. Leider kam dann für die PlayStation Vita kein Monster Hunter Spiel heraus. Ich habe mir damals sogar Monster Hunter Freedom Unite als digitalen Titel nochmal auf diesem Gerät gekauft, nur um zu sehen, ob es gut laufen würde, und es spielt sich wie ein Traum mit den zwei Joysticks. Der nächste Titel, der in Europa auf den Markt kam, war Monster Hunter Tri für die Wii. Die Spieleserie stieg dann auf dieses Gerät hier über, den Nintendo DS und seine Iterationen. Da ich schon ein DS besaß, habe ich mir über die Jahre hinweg alle Monster Hunter Titel geholt. Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Generations. Nach Monster Hunter Generations kam die Serie endlich wieder auf die großen Konsolen. Die PlayStation 4, die Xbox One und auch auf dem PC, wo ich es mit diesem Controller spiele. Mit Monster Hunter World gewann die Serie wirklich Traktion und Popularität im Westen. Monster Hunter war schon immer so ein bisschen ein Nischenspiel und nicht wirklich im Haupt-Gaming-Markt bekannt. Aber mit Monster Hunter World und seinem Add-on Monster Hunter World Iceborne haben die Entwickler wirklich einen Riesensprung vorwärts gemacht. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das Spiel in 480p bei 30 Frames auf dem DS gespielt wurde. Also auf diesem kleinen Bildschirm mit nur einem Analogstick, diesen kleinen Knöpfen. Und jetzt, dadurch, dass das Spiel auf dem PC herauskam, der grafischen Qualität im Endeffekt keine Grenzen mehr gesetzt. Das zeigt sich in dem Spiel wirklich. Aber bevor ich jetzt noch viel mehr darüber rede, warum gehen wir nicht ins Spiel? Dann rufen wir mal Steam auf. Monster Hunter ist hier. Und oh, einen Moment. Okay, schon besser. Die Monster Hunter Serie wird von Capcom gepublished. Womit das Spiel beginnt, ist natürlich euer Jäger. Das sind Cecil und mein flauschiger Jagdpartner Sabine. Seit etwa 10 Jahren habe ich dieselben Charaktere, aber das Video ist nicht nur über euch beide. In unserem Hauptquartier können wir mit vielen verschiedenen Charakteren interagieren und auch spezielle Aufgaben aufnehmen. Das Wichtigste natürlich, das Schwein streicheln. Und nachdem wir uns gestärkt haben, schließlich am schwarzen Brett eine Quest aufnehmen und aufbrechen. In der Quest können wir Materialien sammeln, noch einen kleinen Snack zubereiten, bevor wir versuchen, Spuren zu sammeln, das Monster aufzuspüren und schließlich dieses anzugreifen, bis es sich nicht mehr bewegt. Und
Damit haben wir die Quest erfüllt. Als Belohnung gibt es normalerweise immer Monstermaterialien. Diese Monstermaterialien können wir dann schließlich zur Schmiede tragen und uns im Ausrüstungsmenü neue Waffen und Rüstungen craften. Nachdem wir mit den Monstermaterialien bessere Ausrüstung gecraftet haben, können wir weitere Quests annehmen, die zunehmend schwerer und schwerer werden, uns aber auch bessere Materialien und dadurch bessere Ausrüstung verschaffen. Jede Waffe und Rüstung hat einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten. Dekorationen, die man an den Rüstungsteilen anbringen kann, können zusätzlich die Fähigkeiten verändern und allein mit dem Kombinieren der verschiedenen Dekorationen und den Rüstungsteilen kann man und habe ich teilweise Stunden verbracht. Was Monster Hunter besonders macht, sind die 14 verschiedenen Waffenklassen, die sich jeweils komplett anders spielen. Wir haben gerade das Schwert und Schild gesehen, eine sehr gute Allround-Waffe, die Doppelschwerter dagegen komplett auf Schaden ausgerichtet. Das Langschwert ist eine sehr gute Balance zwischen Beweglichkeit, Reichweite und Schaden. Das Großschwert, wenn man mal richtig ausnutzen will, wenn das Monster stillsteht. Es gibt aber natürlich auch stumpfe Waffen, zum Beispiel den Hammer. Mit diesen kann man, wenn man den Kopf trifft, das Monster K.O. schlagen. Das Horn ist auch eine stumpfe Waffe. Hier sind die verschiedenen Angriffsknöpfe, verschiedene Noten. Mit verschiedenen Kombinationen lassen sich Lieder spielen, die einen selbst und die Mitspieler verstärken. Wenn man voll auf Defensive gehen möchte, kann man zum Beispiel den Schild mit der Lanze nehmen oder auch für etwas mehr Feuerpower die Gewehrlanze. Interessant sind aber auch die etwas kreativeren Waffen, wie zum Beispiel die Insektengläfe. Einerseits hat man den Stab, mit dem man durch die Luft springen und schlagen kann. Andererseits hat man ein Insekt, das separat das Monster angreifen kann. Eine meiner Lieblingswaffen, die Morph-Axt. Der Axtmodus ist sehr mobil, wohingegen der Schwertmodus um einiges härter zuschlägt. Das Energieschwert benutzt das Schwert und den Schild, um Energiefiolen aufzuladen und den Axtmodus, um diese auf das Monster zu entladen. Man kann aber natürlich auch aus der Ferne angreifen. Dies kann man mit einem Bogen tun. Oder auch mit den Bogengewehren. Dieses gibt es einmal in einer leichten Ausführung. Oder auch in einer schweren Ausführung, wenn man wirklich die Artillerie auffahren will. Jeder dieser 14 Waffen hat komplett andere Mechaniken und Spielweisen, sodass es wirklich 14 verschiedene Spiele zu lernen gibt. Wodurch sich Monster Hunter World von allen zuvorkommenden Spielen abhebt, ist die unglaublich aufwendig gestaltete Spielwelt. Die Zonen in Monster Hunter waren schon immer sehr detailreich, mit vielen kleinen Ecken und Geheimnissen zum Entdecken. Zum ersten Mal ist es möglich, ohne Ladebildschirme zwischen den einzelnen Zonen hin und her zu laufen. Die Addition von kleinen Tieren macht es, dass die Welt sich unglaublich lebendig anfühlt. Es gibt so viel zu entdecken und zu tun, sei es das Fangen von seltenen Kleintieren, die Jagd nach dem größten Fang oder etwas Antecker-Rodeo. Auch das Beobachten von Monstern und deren Verhalten ist unglaublich spannend. Zum ersten Mal gibt es auch eine voll synchron gesprochene Story. Charaktere im Monster Hunter Universum waren schon immer interessant, aber noch nie hatten sie so viel Charakter. Sie geleiten den Spieler durch die spannende Geschichte von Monster Hunter World. Und zum ersten Mal hat das Spiel auch actionreiche und dynamische Filmsequenzen, die die Spielserie schon immer verdient hat. Kommen wir jetzt vielleicht zu den wirklichen Stars des Spiels. Den Monstern. Egal wie süß und knuddelig sie vielleicht aussehen würden, jedes dieser Monster hat einzigartige Mechaniken und einige Tricks im Ärmel. Manche von ihnen versuchen vielleicht einen mit einem schaufelartigen Kopf zu rammen. Andere hingegen versuchen vielleicht einen mit gigantischen Hörnern zu rammen.
Es sind wirklich alle Farben und Formen vertreten. Sei es vom asiatisch angehauchten Feuerdrachen, über den lustigen Vogel, der sich ständig erschreckt, zum Vogel, der direkt aus der Hölle sein könnte und sich gerade mit der Gewürzgurke duelliert. Viele dieser Monster sind wirklich unglaublich territorial. Und es macht keinen Unterschied, wer das Ziel ist. Manch andere jedoch greifen einen nicht mal an, bevor man es selbst tut. Was ich jedoch am meisten an diesem Spiel liebe, ist, wie diese teilweise 15 Jahre alten Designs komplett neu in voller HD-Grafik überarbeitet wurden. Für einen Veteranen wie mich ist es wie das Wiedersehen alter Freunde nach einer sehr langen Zeit. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und regt einige von euch dazu an, das Spiel mal auszuprobieren. Ich würde mich, wenn wir die geöffnet haben, sehr freuen, von euren Erfahrungen zu hören. Wir drei sagen jetzt Tschüss und hoffentlich sehen wir uns bald auch in Person.